So, aber jetzt, hallo. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Uncharted 4. Ich bin der Fangamer und wir setzen jetzt hier unbeirrt fort, dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Könnte was sein. Oh. Ja, mal der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Ups. Immer positiv denken. Genau. Alter, was mache ich jetzt da? Lost. Mach mal. Sam, hier oben. Ich komme. Heute mit dem Nachladen nochmal. Ah ja, so. Gut, jetzt haben wir schon alle verschwendet, alle Granaten. Das ist, wenn man mal ein paar Wochen nichts spielt, Uncharted-mäßig. Keiner zu Hause. Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Seb, hier lang. Na dann mal hier lang. Ja, das darf nicht wahr sein. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Nathan, hier geht's. Staubig. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Eine Kiste, ich weiß was. Na dann, hauen wir's ab. Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Heilige Scheiße. Nathan! Hast du was? Ja, vielleicht. Das musst du dir ansehen. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du?
Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Lieber Talia. Lieber Talia. Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Na dann. Das ist... Also, ich bin sprachlos. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Mann, wie lange die hier wohl gebaut haben? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Ist noch lesbar. Machen wir jetzt aber nicht. Hey Sam, sieh mal. Aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Verschlossen. Na klar. Auch nicht das Wahre, glaube ich. Na, dann nutzt es nichts.
Ja. Also irgendwie stehe ich da jetzt ein bisschen auf. Hey Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Hier sind ein paar Entermesser. Was übersehe ich hier? Das fuckt mich jetzt schon wieder an. Das fuckt mich an, Alter. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Ja. Warum fährt er nicht durch?
verstehe das nicht. Alter, machst du Spaß, wieso kann ich da nicht drauf? Servus, Flo. Entweder ist das der Buggy oder ich weiß nicht. Dort sagt er mir, da ist ein Eingang, aber er lässt mich nicht durch. Probier das jetzt noch einmal. Gibt's ja nicht. Na klar. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch.
Und warum kann ich da nicht durchgehen? Ich versteh's nicht, Alter. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Ist noch lesbar. Seht ihr, nirgendwo ein Haken, nirgendwo ein Weg, wo es weitergeht, oder geht es da weiter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach nicht weitergegangen. Da war ich noch nicht. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken? Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Entlang, mir nach. Da scheint ein Tunnel durchzugehen. Hey, Sam, also, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Oh, okay. Dann gehen wir wohl nicht zurück. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten Sie sich verstecken? Vor sich selbst? Das ist das Symbol wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja. Vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor?
geht's wohl nicht weiter. Hier auch nicht mehr. So, da geht's wirklich nicht mehr zurück. Ah, Leiter. Mühsam, aber es geht weiter. Kommen wir raus. Ja, okay, dann mal los. Ich sehe Licht da unten. Heilige Scheiße. Hey! Noch mehr von der Kolonie. Alter, das geht sich nicht aus. Wow. Feinde. So, die erste Folge für YouTube wird beendet, die Lost-Folge. Danke fürs Zuschauen, macht's das gut, ciao und baba. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uncharted 4. Ich bin ein Fangamer. Wir wollen jetzt natürlich schauen, dass wir das so leise wie möglich machen.
Das war knapp jetzt. Alter. Aber. Trinkt mich der Abner lagernd. Jetzt ist er ein bisschen Arsch. Ich hab euch für dich helfen. Gut gemacht. Oh, das überlebe ich nicht. Scheiße, Alter. Wenn wir ja sehen. Verteilen wir uns, Leute! Alter. Hier! Zingel dich! Oder deine Kiste!
kommt, dass man so ein freies Schussfeld hat. Meiner. Das waren wohl alle. Schnapp dir so viel Munition wie möglich. Das war bestimmt nicht der letzte. Suchen die uns oder den Schatz? Wie die Grave kenne, beides. Die Fall ist geil. Wow. Ah, ey. Ah, das kann sich nicht ausgehen. Yeah. Mist,
Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Scheiße, Schrotflinte! Wow. Boah, da bin ich selber drauf gegangen, Alter. Nein, nicht einmal. Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Alles klar? Ja, nur etwas außer Atem. Geil ist sie, aber wenig Schuss hat sie. Sam. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay, also nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. Alter. Zu hektisch, Alter. Sieht man es wieder nicht.
Fuck, Alter. Ciao. Wow. Scheiße. Ich bin so tot. Ja. Hey Männer, bleib wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Ciao. Oh. Geh da rüber und sieh nach. Was gefunden? Ich hab's gesehen. Sauber. Nein, ich wollte nicht aus der Decke raus, Alter. Stark, Alter.
Fürs Erste. Über weiter. Na. Ah, so kann man weiter klettern. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Sehr stabil wirkt das alles nicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Leiter. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. So, wir kommen der Sache näher und näher. Okay. Was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Hier oben ist nichts. Thank you.
kommen wir auch nicht durch. Schau dir das Material an. Dafür haben die sicher Jahre gebraucht. Tja, aus großem Reichtum. Folgt keine Verantwortung. Oder Zurückhaltung. Heilige Scheiße. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ja, da ist was passiert. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Offensichtlich. Das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Okay, dann... Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also, Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Na gut, die Hinweise machen wir aber das nächste Mal. Ich bin auf Angema. Mach's das gut, bis dann. Ciao und Baba. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Ich bin der Fangamer. Ich suche jetzt mal hier nach hin. Nichts. Weisen. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Dieb. Und leer wahrscheinlich. Na. Nix. Ich hab was gefunden.
unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Auch kein Hinweis. Zumindest da will er mal. Hier drüben. Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau, da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch? Bist denn du? Alter. Oder? Ich glaube, ich hab was. Ah, da. Okay, bereit? Okay, das war schön. Eins. Zwei. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Ja, nichts wie hoch.
Aber sonst war das dorthin. Nee, nee, nee. Oh, sorry, Condit. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tu ich das? Nein. Daneben. Okay, auch zu hoch. Hey Sam, kommst du? Direkt hinter dir. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 beschrei es nicht. Früh gefreut. Ich hab's ja gesagt. Nathan, siehst du den Turm? Klar. Nein. Sam? Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Ganz schön aufgeregt. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Oh.
Und immer weiter geht's rauf. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Alter? Jetzt konnte ich nichts machen, Alter. Alter, wohin wieder? Nein, 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 nein! Alter, ist das eine Lost Party heute. Das klettert das Seil hoch. Sam!
gibt's ja nicht. Klassisch daneben gesprungen. Alter, wieso springt er nicht? Aber? Schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir doch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Glückste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, verdammt. Durch, Sam. Ich komme.
Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen hier weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay, schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt. Hm? Hey, komm schon, Mann. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake ein Experte für Avery am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stehst nur auf Sackgassen. Sieh's doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam.
Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Fuck. Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Na gut, das passiert aber das nächste Mal. Ich bin der Fangamer. Danke fürs Zuschauen. Macht das gut. Eine Alarmanlage? Ciao. Suchen und Papa. Wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, etwas frisch ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein, wir müssen weiter. Sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Siehst du? Was habe ich gesagt? Den Versuch war es wert. Was meinst du, was so ein Haus kostet? Da ist aber nix. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Okay, gut gemacht. Komm, Nathan. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch eine. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Hier drin ist nichts.
unterm Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ab nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Namens Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das, richtig? Richtig. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam, die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Hey, tu mir einen Gefallen. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so einem. Klar, mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Kanopen. Cool. Tja. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschpott. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Mann, was gebe ich für so eine Einladung?
hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Hey, sieh mal. Abel Caesar. Es ist heiß da drin. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bin ich etwas zu jung für so etwas? Wow, dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Na, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Das ist wieder eine der Zachen-Missionen, sag ich mal. Wow, Lawrence von Arabien. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Eine Turnierrüstung. Französisch. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Das wäre was. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Samurai. Ja, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, nicht sagen. Tokugawa. Ja, das stimmt. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Okay. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Verschlossen. Moms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein.
Lüftungsschacht. Da oben. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Einen Weg nach oben. Komm her. Hilf mir schieben. Okay, können wir? Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Runterfallen. Ja, da gebe ich dir recht. Zum Beispiel diese Kapitel sind zwar nett, aber oder manche Kletterpassagen sind extrem in die Länge gezogen, finde ich. Die ersten Teile waren bis jetzt sehr, sehr gut. Ich meine, so wie du sagst, Story ist wirklich super. Aber alles in der Länge. Okay. Okay, bin drin. Ich will die Tür öffnen. Warte. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer lockt da einen Schlüssel lässt. Hab ihn. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm.
Bringen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Sam, hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Avery. Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr hättet euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt. Bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse
Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt hereingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein, nein, nein. Hey. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben. Sie, komm mit mir. Warte. Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Okay. Oder wo laufen wir da hin? Ah, Mist! Sie hauen ab! Los, da will Container! Okay.
So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären. Nathan? Vorhin in dieser Villa. Wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau? Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Ja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht.
Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Brave deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Na gut, liebe Leute, das war's jetzt für heute endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen, Flo. Dir speziell. Danke fürs Einschalten, fürs Reinschauen. Mal schauen, wie viel noch kommt. Aber es muss dem Ende zugehen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Danke auch auf YouTube, wenn diese Folge geschaut wird. Also macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Und vielleicht bis morgen bei Grounded.